Wenn wir dieses Titelbild sehen, was fällt uns als erstes auf? Genau, das Titelbild ist sehr gruselig. Wir spielen heute anscheinend Matze tötet Halo von Chernofreezer. Er hat mir keine weitere Regel gegeben, bis auf zwei Instruktionen, aber davon solltet ihr nichts wissen. Und ja, wir können wieder zocken, Save States benutzen oder derbe ausmachen. Derbe aus ist natürlich heftig, aber warum heißt das Spiel Matze tötet Halo? Mann, was ist das für eine sinnlose Geschichte? Ich finde das jetzt schon gut. Naja, aber soll uns ja jetzt auch wurscht sein. Wir fangen an. Wir drücken auf Zocken und zocken jetzt dieses Spiel hier. Geil. Gutes Spiel jetzt schon. Echt gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal hier erstmal ein bisschen um, ne? Ich meine, hier kann ja alles mögliche auf mich warten in diesem lustigen Land hier. Naja, wir haben hier durchstöbert Regal. Obwohl in der Lektur viele Bücher stehen, ist da nur ein Buch drin. Das YouTube-Buch von Christoph Krachten. Puh, das brauchte ich nie. Was haben wir noch? Haben wir nochmal? Durchstöbert nochmal Regal. Oh Gott. Ich glaube, das ist aber trotzdem dieselbe. Okay, geil. Das sind viele Bücher. Okay, was kann ich hier noch machen? Das ist das ultimative Grab hier. Das ist irgendwie ein Pool oder was? Ich liebe mein Indoor-Swimming-Pool. Yeah, geil. Wer bin ich denn überhaupt? Ich spiele Matze Soldier. Toll. Mit derbe VIP, derbe Level und alles derbe. Was? So eine Geldgeile. Finde ich jetzt schon gut. Okay, was ist das für ein Bett? Da musste ich immer schlafen. Ich tue mir irgendwie leid. Mann, ich bin echt ein armes Arsch. Was? Das ist ein PC. Was ist das denn für ein PC? Das habe ich auch gerade. Chernofreezer war zu faul, Texturen zu laden. Woher weißt du das? Ich bin Chernofreezer, verdammt. Oder was glaubst du, wer das Spiel programmiert hat? Der Weihnachtsmann? Schade. Hätte ja sein können. Mal schauen. Was läuft gerade auf dem PC? You new Video hochkacken. Chainsaw 16. Let's play Minecraft. Toll. Ist ja wirklich schön, dass ich das mache. Oh Mann, dummer PC. Ja, also die bilderfreien Texte sind immer Chernofreezer selbst. Das ist er als Erzähler und als allmächtige Person. Das ist meine Jukebox. Warum ist die so aussieht? Keine Ahnung, Chernofreezer war zu faul, eine andere Textur zu laden. Aber pst, er benutzt als Ausrede immer, dass kein anderes Modell zu Verkauf stand. Welche Background-Musik soll ich anschalten? Oh geil, Iron Attack, alles bei, ey, alles geil. Boah, was machen wir denn an? Am besten ist, oh Mann, ich kann mich gar nicht entscheiden. Das ist so eine gute Auswahl hier. Ich weiß gar nicht, was ich annehmen mache. Was würde da nichts tun? Ja, keine Ahnung. Fantasy ist es, weil Outsider. Ja, es geht den Panther, Mann. Ja! Das ist so aggressiv, das können wir nicht anlassen. Das ist so aggressiv, das können wir nicht anlassen. Okay. Okay, wir machen ist es so an. Okay. Okay. Damit können wir es, glaube ich, sein lassen, oder? Ich glaube, damit können wir leben. Okay, so wie dazu. Ich habe jetzt glaube ich genug durchgedreht hier gerade. Okay, aber jetzt das Spiel macht mir gerade echt Angst. Ja, und ich weiß, sollte eigentlich zuerst in die Jukebox rangehen, das habe ich mir gemerkt. Aber okay, dann machen wir mal angenehmes an. So, was habe ich noch nicht angemacht? Ich hatte noch Kohle Maske. Wir machen den Dance of Punta Rica, was heißt, das gibt es nicht. So, das ist ultimative Gemeinschaftslied ist das. Das ging am besten. Ich sollte auch eigentlich zu Anfang zu der Kristallkugel gehen, aber ich habe es jetzt nicht getan. Aber ist nicht so wichtig. So, dann mache ich die Musik wieder aus. Ausmachen, anders. Ja, die Musik anmachen. Das ist geil hier. Geiles Lied. Gehen wir mal lang hier. Geil. Hier geht voll die Party ab, Mann. Das wird voll scheiße. Oh, was bist du, Mann? Wer bist du? Ich. Ich. Ja. Alt. Er sagt einfach nichts. Er ist alt. Schlaf mich ein, OP. Oh, Entschuldigung, ich bin Rüdiger, dein Opa, klein und alt. Ja, das ist echt Rüdiger, gut, dass wir das erkannt haben. Warum essen wir auf dem Boden? Auch gute Frage. Aufwachen! Was wolltest du? Warum essen wir auf dem Boden? Weil wir uns nichts anderes leisten können. Was willst du eigentlich hier? Ich wohne hier? Nimm lieber mal ein Minecraft-Bier auf, du Pfosten! Ich geh da mal lieber. Spackenpower aktiviert! Er schlagt auf meinem Arm, warum springt er so durch? Oh mein Gott! Okay. Mann, wieso dreht das so durch? Nicht mein Teller. Warum sind hier über vier Teller, wenn nur zwei Personen hier leben? Das ist echt gute Frage. Weil es so besser aussieht. Da sagt der Chernofreezer was, ey. Okay. Okay, ja, okay. Der Chernofreezer hat recht. Was haben wir noch? Klavier spielen können wir. Warum hat jedes Haus ein Klavier? Ich spiele doch nicht einmal Klavier. Du etwa, Opi? Rede nicht so mit deinem Opa. Wer ist die süchtige Person gewesen? Was war das jetzt?
Keine Ahnung, aber ich wollte mal ein anderes Face benutzen. Okay, gut, schön und fieser. Die geheime Eistee-Vorräte, obwohl ich kaum noch Eistee trinke. Gut erkannt. Gut erkannt, gut erkannt. Deshalb sind sie auch so groß noch. Ich glaube, das ist der Grund, warum sie auch so groß sind. Naja, gut. Also, Man-Corp Supply Crate. Oh nein! Ich bin nicht Kist! Ich will hier raus! Oder was? Hier geht's nach draußen. Das Haus ist nicht allzu voll, ich weiß. Opi, du Spasti, warum hast du die Tür? Was? Wie hast du die Tür offen gelassen? Sei nicht so böse. Traurig. Und jetzt? Ich hab die Tür offen gelassen, weil mir kalt war, du Honk. Ich verstehe. Ah, regnet es gerade draußen. Ja. Okay, alles klar. Dann lassen wir die Tür mal so, wie sie ist, auch wenn sie kurz zu war. Hier geht es zur Kammer des Halo-Suchtis. Ich empfehle dir erst mal hinzugehen, wenn du sicher bist, hier alles angeschaut zu haben. Okay, die Kammer des Halo-Suchtis, die können wir noch nicht betreten. Schade, ich kann den nicht für Otze mitnehmen. Oh, und den auch nicht. Oh Mann, Otze ist bestimmt traurig deshalb. Und was haben wir hier noch? Einen Kamin. Ah, schön warm. Wo läuft diese Musik jetzt? Okay, egal. Musik geht wieder an. Ja, geht zu Otze. Super, diese Suchti-Kammer hier. Da oben ist der. Der Halo-Suchti. Töte ihn. Heftig. Geile Augen. Ich mag den Auftrag jetzt schon. Wieso habe ich keine schwarzen Haare? Wieso habe ich keine schwarzen Haare? Was? Hast du einen Hörschaden oder was? Töte ihn. Ist halt die Story, sonst kommst du nicht weiter. Okay, schön und fieser. Tu, was du mir sagst. Ich würde den Halo-Suchti töten. Halo-Suchti töten. Was ist das? Gag. Warum konnte ich nicht einfach normal da hoch? Wäre zu langweilig. Okay, na, was sonst. Okay, hallo Halo-Suchti. Was willst du? Irgendein Spieldesigner hat gesagt, dass ich die töten soll. Ach, du willst dauern, dass ich sterbe. Immer und immer wieder kommen neue Leute in seinen Auftrag. Und jedes Mal töten sie mich. Ich bin schwach. Was ist denn das für eine dumme Story? Ich muss jemanden töten, der ständig getötet wird? Ist dir nichts Besseres eingefallen? Also ich finde diese Story, also ich persönlich, finde diese Story sehr gut, würde ich sagen. Nein, mach einfach. Geil, töten. Endlich, das ist besser. Alex, jemand, ja, Alex töten. Geil, es gibt nichts Besseres als Alex zu töten. Stirb, du Arsch. Ja, geil, Alex ist tot. Ich hab der viel Geld erhalten. Ja, Geld. Stumpfe Story. Nein, du hast mich getötet. Mohaha, by the way. Bock heute Abend ein Bier trinken zu gehen? Moment mal, ich soll da einfach auf Feinde spielen. Ja, sollst du. Mohaha, ich hab dich besiegt. Du hast es verdient, so besser. Ja, ist gut so. Geil, tot. Seid einfach tot. Und so ist das Spiel zu Ende. Ich hoffe, ihr seid nicht zu fies mit eurer Kritik. Das war mein erstes Game mit der RPG-Mac. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Ja, also ich hatte mal Spaß. Und nein, ich möchte nicht, dass Matze Minecraft Let's Play. Das war nur eine Anspielung auf Verhalten einiger Zuschauer, nicht nur bei ihm. Auch eine Anspielung war die schlechte Zeichnung am PC. Okay. Das war Matze tötet Halo. Wir haben Alex getötet. Geil. Das ist das beste Spielbau. Ein Spiel, wo man Alex tötet. Geil. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Also das ist das beste RPG-Maker-Spiel, das jemals entwickelt worden war. Aber Alex darin töten kann. Ich meine, ich habe Alex getötet. Ich habe Alex getötet. Du bist tot, du Assi. Du bist richtig derbe tot. Okay. Okay. Ich bin da mal weg. Tschüss. Ja. Alex ist tot!